Und damit sage ich schon mal Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren ARK-Stream und weiterem ARK-Ascended-Video auf YouTube und sage schon mal Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Relinia Dragana, vorzugsweise Dragana, und ich begrüße euch hier zu einer weiteren Runde von Überleben, würde ich mal sagen. Und ich begrüße auf jeden Fall schon mal meinen Schatz. Ich hoffe, dass mit dem Moderation einstellen hat funktioniert. Aber laut dem Symbol hinter deinem Namen, beziehungsweise vor deinem Namen, scheint es glücklicherweise funktioniert zu haben. Sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Gut, ich hoffe doch ehrlich gesagt, dass es heute mal nicht so viel Pech ist wie beim letzten Mal. Das hoffe ich doch sehr, ehrlich gesagt. Ich mach mal die beiden Sachen weg, so. Das erste, was ich glaube ich jetzt erstmal machen muss, ist erstmal überhaupt gucken, dass ich wieder meine Rüstung hier zusammenkriege, mein Werkzeug. Können wir ja mal direkt mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Axt. Nahkampf. Dafür fehlt mir auch Leder und Metall. Für die Sichel. Weil die brauche ich auf alle Fälle, die Sichel. Sonst wird Fasern sammeln echt umständlich. Und ich hoffe, dass das Spiel heute auch wieder ein bisschen stabiler läuft als wir im letzten Mal. Es gab auch wieder heute wieder ein kleines Update. Hey, hey, schieb mich nicht weg. Oh, die ganze Zeit die Haare leicht im Weg. So. Gut, mit wem war ich denn letztes Mal unterwegs? Ich war mit dem Pteranodon unterwegs, der nicht da ist. Bin ich jetzt im falschen Film? Ah, da. Da bist du, ja. Hast du? Du hast nicht. Schade, du hast kein Metall oder Eisen, eher gesagt. Hoppala. Ach ja, dann heißt es jetzt wieder Eisenfarm oder beziehungsweise Metall, ne? Metallerz. Damit ich die Sachen herstellen kann. Nira war ja. Hat es ja erledigt. Und Stuhl sitzt wieder und dreht sich wieder die Beine wieder falsch. Würde ich sagen. Nicht mit Rammer einmal runter. Ein Frosch wieder am Hals. Dann sammle ich einmal die kleinen braunen Steinchen im Wasser. Bitte nicht ruckeln. Ich hoffe, lichtverhältnistechnisch ist das hier nicht zu hell von der Kamera her. Ansonsten, Moment. Kriege ich das mal eine Stufe runter? Okay. Nee. Besser kann ich es nicht machen. Und mein Ziel ist es heute, auf jeden Fall, eventuell einen Argentavis sowie einen Territinosaurus zu bekommen. Hin.
ich dich getroffen? Ich hab dich getroffen. Ups. Entschuldigung. Da haben wir jetzt ganz viele Raptoren. Das heißt, ich gehe nicht runter. Hoch. Ruckel. Und ich meine, beim letzten Mal war auch da hinten ein hoher Iguanodon. Vielleicht ist er ja auch nochmal da. Der sah nämlich bei unserer Nira nämlich ziemlich ähnlich. Oh, das mit den Fußabdrücken ist ja cool, einfach. Ich habe gedacht, das wäre nur auf Menschen bezogen, aber man geht ja bei Dinosauriern auch. Ist ja cool. Ja. Ist so cool gemacht, ne? Ich bezweifle, dass das aber ein bisschen reichen wird. Ich glaube, ich muss doch mit Stripes los. Da ich mit ihr dann noch gleichzeitig leveln kann, denke ich mal. Ich will zumindest eine Sichel bekommen. Und danach kann ich alles andere auch machen. Nur dann ist das Arbeiten auch besser. Oder ich gehe von vornherein hin. Und jetzt habe ich ein Fernglas. Suche mir einen Terizino aus, weil mit dem könnte ich auch Fahrfassern sammeln. Weil dann brauche ich später sowieso keine Sichel mehr. Mal überlegen. Glaube ich, sinnvoller, ne? Wenn ich jetzt eigentlich alles vorbereite, um einen Terry zu bekommen. Voilà, oh, juckt. Die Sache ist nur die. Terrys benötigen ganz, ganz viel Narkotik. Hab ich genug Gammelfleisch? Noch nicht. Hast du Gammelfleisch? Du hast Gammelfleisch, aber nicht so viel. Hier irgendeiner noch Gammelfleisch? Ja, hier. Dann nehm ich dir da mal eins weg. Tut mir leid. Und Stapel teilen. Alles aufteilen. Ich würde gerne einmal ganz viel Gammelfleisch produzieren. Das aufteilen. Oh. Der zeigt mir aber gar nicht alles an. Das ist doof. Ups. Warum flackern die Saurier so komisch? Muss man nicht verstehen, ne? Hey. Was haben die gemacht? Hier stimmt doch was nicht dann. Gucken wir mal in Einstellungen rein. Distance, niedrig, Texturen. Ich gehe jetzt mal bei den Texturen mal auf Mittel, weil wenn die schon Update zeigen haben, vielleicht ist das dann besser. Voilà. Mal kurz speichern. Voilà. Vielleicht kommt der eher damit nicht zurecht. Aber jetzt kann ich mal gucken. Was ist das für ein Level da hinten? Das haben wir einen 10er. Da hinten lief auch noch irgendwo einer rum. 10er kriege ich noch kaputt.
Kaum habe ich die Einstellung ein bisschen höher gedreht, da haben wir auch hier kein Flackern mehr, ne? Finde ich gut. Ich werde heute aber wohl nur bis 18 Uhr machen können. Hoppala, hoppla. Was ist denn hier los so? Ja. Ich werde nur bis 18 Uhr machen können. Ich mache aber zwischendurch Pause wegen Mittagessen. Apropos, was soll man eigentlich heute zu essen machen? Das ist eine gute Frage, ne? Mir fängt wieder mit der Nase jucken, ey. Hier. Schrecklich. Kaum bin ich im Stream, sie juckt die Nase. Den ganzen Tag nix. Homestream. Und morgen allerdings, morgen werde ich natürlich auch streamen. Morgen wird es allerdings dafür, dass ich heute nicht so lange machen kann, ja wieder dann auf jeden Fall länger morgen. Allerdings habe ich morgen dann aber auch zwischendurch mal eine kurze Sendepause. Auch mal. Wo kommen die Geräusche her? Oh! Was ist denn hier los? Para! Lass dich doch nicht vernöbeln! Ach ja, der war 115! Der Para! Raptor, Rumpi. Gut. Was machen wir heute zu essen? Heute ist Donnerstag. Gute Frage. Nein, 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 geh weg, Trodon. Ich ja jetzt schon hingehe und dann eine 10-Falle baue. Da muss ich eigentlich gucken, dass die aus Stein ist, ne? Normalerweise. Und gewisse Komponenten brauche ich trotzdem. Sie, wenn du im Chat bist, hast du vielleicht eine Idee, was wir heute zu essen machen? Weißt du, worauf ich mal wieder richtig Bock hätte? Tassler mit Sauerkraut. Und Würstchen. Oder beziehungsweise Kartoffelpüree. Kartoffelpüree, Tassler und Sauerkraut. Da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oder auch die Tage habe ich auch voll Lust auf Kurola angekriegt. Was sagst du dazu? Zu Kassler und Sauerkraut und Kartoffelpü. Ist überhaupt noch da? Also doof gefragt. Was hast du gesagt? Du musst das sowieso einkaufen, oder? Mit der Kleinen. Aha, du spielst selber was.
Ist das denn die Idee? Weil du sagst ja sowieso, du musst einkaufen. Was hältst du davon? So ein bisschen von. Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt gerade davon aus. Okay. Super, Dankeschön. Kannst du mir dann für morgen, damit ich den morgigen Tag auch relativ lange schaffe, eventuell wieder ein bisschen Energie mitbringen? Gib, guck. Okay, danke. Tu das, tu das. Alles aufteilen. Gehe ich gleich ein bisschen. Nein. Stehen bleiben. Muss mir jetzt nicht die Tür einrennen, ja? Gut. Dann muss ich das da reinpacken. Ich brauche ja neue, noch mehr davon. Das bisschen Metall tue ich schon mal da hoch. Ist gerade eine Katze gegen die Tür gerannt? Okay. Oh, das da. Oh ja, entzünden. Na komm, nee. Das bisschen mache ich noch nicht. Da packe ich jetzt mal das da rein. Juck. Also, wenn ich mir einen Terry hole, dann sollte der aber auch ein schönes hohes Level haben, ehrlich gesagt. Das werde ich mal gucken. Aber erstmal. Terizinosaurus. Eine Werkbank. 55 Metall. Okay, dafür brauche ich dann sowieso Metall. Fasern, Leder, Holz. Holz ist kein Problem. Leder geht auch relativ zügig. Metall. Naja. Aber zuerst. Habe ich hier Stein drin? Aber das kann ich gebrauchen, weil zuerst brauche ich ja erstmal eine Ziehenfalle. Dann werde ich mir eine mal basteln, ne? Und vor allem frage ich mich, wohin? Ich würde die gerne hier vorne unten irgendwo ein bisschen bauen. Ehrlich gesagt. Speichern wir ja auch noch. So. Ruckel. Wo baue ich denn die Falle hin? Da hätten wir auch ganz viele Terris. 30. 50. Süß. Ich würde auch ne ungern den Spawn der Bäume blockieren. Das würde ich halt auch gerne weitestgehend vermeiden, ehrlich gesagt. Davon haben wir schon mal Rexe und Spinos. Oder auch Kanus, die Level 50 sind und am Aufziehen sind. Oh, da haben wir einen Terry. Der ist Level 40. Also ich würde hingehen. Denke ich hier auf dem Bereich hier vorne. Oder hier, wo die Steine sind, das dann hinbauen. Ich dann hier eine Zehnfalle baue für groß und klein.
Das heißt, die Predator können auch Babys haben. Interessant. Das heißt, der muss uns nur zu nahe kommen und dann haben wir das Glück auf einen. Hoppala. Hoppala. Nicht bitte hier, ne? Hängen bleiben. Danke. Das heißt, theoretisch gesehen können die Predator auch Babys haben. Das heißt, wenn ich dann jetzt hier hinsetze, ist 10 Falle für groß und klein. Ich würde auch nicht zu schräg gehen wollen. Was? Press E to flip. Ich weiß ja nicht mal. Ich sehe es ja nicht mal. Was ist ein 2? Oh. Es sind direkt 2. Ja, wenn ich die jetzt schon kaputt machen muss, ne? Wo haben sie dann das Baby gelassen? Da vorne. Was? Wer hat gebrochen? Wer hat einen Bruch? Das heißt, ich kriege so ein Babykanu. Naja, dann hätte ich auf jeden Fall was zum. Dann hätte ich was zum Fleisch farmen. Was? Wo ist denn dann das Baby von denen? Da vorne, da rennt. Komm hier! Komm hier! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Und ein Mädchen. Ein Mädchen. Aber kannst du nicht so hübsch sein wie deine Mama? Dem schönen Rot oder Blau, wie der Papa, wenn das der Papa war? Gucken wir mal. So. So, jetzt bleibst du aber erstmal bei Rammer. Ich muss erstmal hier schnell trinken gehen. So. Was? Wo ist er denn jetzt hin? Komm her. Komm runter da. Warum hast du ein Wandern an? Bitte schön. Oh, du hast sogar eine schöne rote Farbe. Schön. Verhalten. Erstmal auf Passiv, bitte. Hä? Jetzt haben wir es doch. Fehlfolgen deaktivieren. Aktiviere Wandern. Nee, warte mal. Hä? Die ist kaputt. Ich kann das am Rad gerade nicht drehen. Also. Verhalten. Deaktivieren. Warum war denn der dann so rum am Eiern? Muss man nicht verstehen, ne? Na gut. Ein bisschen bitter, ne? Dem Fleisch seiner Mutter zu füttern. So. Sollte aber reichen, ne?
So, jetzt läufst du mir aber hier nicht weg, ne? Ich hoffe nicht. Nee, das sieht nicht danach aus. So. Oder ist das Rot nur vom Blut? Ich weiß es nicht. Das jetzt die Haut ist, oder? Komisch. So, jetzt aber erstmal hier Stein sammeln, ne? Weil ich brauche ja... Das will ich aber wissen. Press E to flip. Ach so. So, man setzt mittlerweile so hin. Okay, das ist ein bisschen doof. Wenn ich ehrlich bin. Kann das sein, dass das Licht, die Lichtfarbe mich hier ein bisschen sehr rot darstellen lässt? Oh. Dann mache ich das hier hin. Sollte reichen, ne? Jetzt mal hier das Licht noch ein bisschen dunkler. So. Spiel speichern. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Angst, wenn ich im Inventar bin, nur so, dass das hier aufhängt und wieder abstürzt alles. Solange sie das noch nicht gefixt haben. Na, immer mal wieder Nahkampfschaden, ne? Der Terry kommt gerade ein bisschen näher ran, ne? So ein bisschen. Gucken, ob der direkt snappt. Oh, ja, tut er, aber er snappt falsch. Muss ich jetzt mal gucken, ne, wie das hier geht, alles. Man sieht das hier auch nicht, ne? Ist ja schrecklich. Gibt es hier nicht irgendeine Möglichkeit, das mit dem Rasen runterzumachen? Das ist echt nervig, ne? Jetzt mal ernsthaft. Lass mal schauen. Erweitert. Allgemein. Wie? Kamera? Players? Oder muss ich dafür wieder in die Wildeinstellungen? Kann das sein? Ja, ne? Das wäre jetzt ein bisschen gerade doof, ehrlich gesagt. Dino Tooltip Settings. Structure. Ich glaube ja, ne? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das nur Welteinstellungen sind. So bin ich ja dazu, jedes Mal dazu gezwungen, eine Wand aufzuziehen. Ah, du bist jetzt endlich erwachsen. Sehr schön. Dann. Bringe ich dich mal zurück, wenn hier schon Gefahren rumlaufen. Das ist ein Folgeabstand, hast du bitteschön. Du mir so auf die Pelle rückst. Verhalten. Zielentfernung ändern? Was? Nee, Folgeabstand. Einmal auf hoch.
Und das ist doch besser mit Mittel. Nee. Die Entfernung. Ja, komm. Ich lass mal Mittel, ne? Moment. Sehen wir kurz das nachgucken. Gut. So, dann bringen wir mal den Kano hier zu Hause. Wenn da uns schon einmal so geschenkt wird, ne? Warum auch nicht? Warum nicht mitnehmen? Warum steht der Stego anders? Warum steht Cera anders? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wohl irgendwas hier gewesen sein, was? Kann es auch weiter gelevelt werden. Mal gucken. Warte mal, du hast doch genau Alarmeinstellung. Aktiviere Geschützturm-Modus. Was ist denn das? Ändern von AI. Okay. Was macht das? Ich habe mal irgendwie was mitbekommen, dass sobald ein wildes Tier in der Nähe ist, dass der dann Alarm schlägt. Aber ich habe das so halt noch nie mitgekriegt, effektiv. Passt doch dann eigentlich, ne? So. Mache ich das so, dann würde ich dann auf. Von Nira habe ich den Sattel nicht gekriegt, ne? Nee. Schade. Dann mache ich den Kano auch auf Folgen. Dann. Das hier. Neutral. Und. Hol aber mal ein paar Sachen raus, die ich jetzt so nicht brauche, aber nicht wegschmeißen möchte. Was haben wir denn noch? Das ist da auf jeden Fall. Das werde ich brauchen. Okay. Dann packe ich das eben weg. Ein Feind entdeckt. Wie groß ist denn das? Also, der Radius versteht sich. Ja. Guck jetzt. Ja. Wo ist denn der Feind? Wie groß ist denn der Radius? Komische Sache. Ja, wo denn? Wo soll denn der Feind sein? Ist das eine Schlange? Nee. Ah. Oh. Der hat Drillinge.
Der hatte mal eben Drillinge. 55. Na, das ist doch mal ein großer Wurf, ne? Wir haben sonst immer nur maximal 2 Stück pro Tier gesehen. Aber 3? Wahnsinn. Ja, aber ich brauche ja jetzt Stein, Holz und alles. Und dann macht das überhaupt Sinn, eine 10-Falle jetzt zu bauen? Gute Frage. Macht das Sinn? Oder soll ich einfach mal hingehen und einfach so zwischendurch gucken, ob ich einen finde und den dann irgendwie einsperre? Na klein. Wenn ich einen schönen finde, einen hohen. Den glaube ich auch nicht so schlecht, ne? Ich lasse die 2 Winde da einfach mal stehen. Ich kann mir gut vorstellen, früher oder später werde ich es brauchen. Ich kann ihn ja jetzt auf eine andere Art und Weise einen Terry zähmen. Erstmal. In der Regel baue ich immer eine Regel 10 Gebäude. In der Regel zumindest, aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt. Ich meine, gut, wir brauchen halt später auch ein Spino, aber das wird halt ziemlich lange dauern. Wir haben jetzt, lass mich gucken. 12:09 Uhr. Ja gut, ich habe eigentlich noch ein bisschen Zeit, ne? Bis 18 Uhr. Das sind jetzt halt ungefähr 6 Stunden, ne? Ein bisschen weniger. Ein paar Minütchen weniger, aber. 6 Stunden. Legen. Also das erste, was ich machen würde, ist auf jeden Fall den Terry holen. Der wird auf jeden Fall am längsten brauchen von allen. Da fragt sich aber. Frage ich mich. Ob sich das lohnt, dafür jetzt eine Falle zu bauen. Ja, ob sich das halt lohnt, dafür eine Falle jetzt zu bauen. Oder ob ich hingehe und versuche, andersweitig das zu machen. Wenn wir hier die Füße unter dem Tisch. Und Steine nehme ich mal. Ach ja, stimmt. Ich muss ja noch Spark Powder da rein tun. Sonst geht mir ja alles kaputt. Teil ist schon kaputt gegangen, leider. Leider, leider. Mal gucken. Ein paar Pfeile. Die Frage ist dann auch. Mit wem mache ich dann los, right? Ich glaube schon, ne? Es würde Sinn machen, auf jeden Fall. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? 61. Ja, mach das, mach das. Ich wünsche dir viel Spaß. Aber du bist eine Sau. Du weißt genau, dass ich dir dabei zugucken wollte bei Elden Ring. Das machst du doch mit Absicht. Weißt du, ich streame. Du weißt, ich gucke dir gerne zu.
Und jetzt spielst du es einfach ohne mich. Das rächt sich noch. Ich werde es überleben. Da hast du recht, da hast du recht. Trotzdem ist das gemein. Weg an deinem Husten. Nein, Quatsch. Hab dich lieb, mein Schatz. Ich wünsche dir viel Spaß. Nun mache ich mir mal über 100 Pfeile, ne? Weiß ja nicht, was du die ganze Zeit hast, was du da aus unten. Ja, Radius ist aber echt hoch, ne? Falsches Schrecken deaktiviert. Zurück Alarmeinstellung innern von. Nur Spieler? Nur Spieler und C. Nur Kreaturen. Ist der Radius wirklich so hoch? Wow. Also ich würde gerne einen hochleveligen Zähmen. Aber dafür muss ich jetzt echt erstmal gucken. Dass ich genug Pfeile bekomme. Sonst habe ich das Problem wieder wie beim letzten Mal mit dem Rex. Dass ich dem über 80 Pfeile reindrücke und da passiert sie nichts. Da tut sich dann einfach nichts.